So, liebe Freunde, heute mal wieder mit dem Dieter. Hoffen wir jedenfalls, dass wir was abgeschossen kriegen. Wahrscheinlich nur wieder ein paar Bots, aber hey, freut sich ja über alles. Die Vorherrschaft in Stalingrad. Oh. Hauptsache gehe ich in Stalingrad nicht unter. Es gab da jemanden. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen. Der sah da nicht ganz so gut aus. Der wurde auch von jemandem befohlen, der auch nicht ganz so gut drauf war. Ich werde mich mal Richtung B manifestieren. Und dann mal schauen. Ich bleibe aber bei meinen zwei Munitionsarten, weil ich davon ausgehe, dass das was bringt. Können ja alle Experten gerne sagen, das bringt nichts. Oh, wir haben einen Haufen Tiger. Ich hätte gerne einen Panther. Ein Panther wäre cool. Ja, ja. So ein Panther. Ja, ja. Ja, kleine Ecke. Zack. 50 km/h runter. War ja klar. Tiger fährt über den Stein, Motorschaden gleich. Ich hätte gleich, warum ich eigentlich nicht explodiert bin, weiß ich gar nicht. Atompilz hätte jetzt sein müssen. Ich bin gegen eine kleine Ecke gegengefahren von einem Steinhaufen. So. Dann fahren wir mal. Fahren wir doch mal in Richtung A. Schön mit dem Tiger am Rande der Map. Gleich werde ich von rechts flankieren. Bitte unten rechts auf die Karte gucken. Ich werde von rechts flankieren. Ich guck mal erstmal, wie diese ganze Scheiße verteilt. T-44, jawohl. So, Punkte einnehmen ist ja echt schwer mit dem Tiger. Ich würde ja gern zur A fahren, aber meine ist ja halt nicht schneller. Ja. Tiger, 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 Tiger. Oh, wir nehmen alle Punkte ein. Mensch. Holla, die Waldfee. So. Roland macht wieder das, was er am besten kann. Lückenfüller. Die Räume zustellen. Macht immer keiner. Alle fahren wie die Deppen zu den Punkten. Tiger, 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 Tiger. Dadda, 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 dadda. Sehen tun wir wieder niemanden. Ich hab gedacht, ich kann mich hier aufstellen. Das ist aber das, ne? Ich kenne mich hier noch nicht so ganz so aus. Wenn ich mich hier auskenne, dann ist sowieso vorbei. Map-Kenntnisse mangelhaft. Spielerisches Können befriedigend. Ja. Das kann jetzt ein Fehler sein. Wir fahren mal in die Lagerhalle. Scheiße, voll daneben.
Das tut weh, aber der hat mich nicht gesehen. Komm schon, bang. Ziel unbeschädigt? Ich krieg einen zu viel. Dann kriegst du einen unter die Wanne. Bang. Jawohl. Mein Gottchen, nee. Ich stehe in der Lagerhalle, da kann doch hier nicht viel passieren. Hinter mir steht einer, verdammte Scheiße. Tiger dreht. Laut Karte ist hier irgendwo ein Ziel. Verpiss dich. Jawohl, und One-Shot! One-Shot! Er kommt um die Ecke gefahren und trifft wirklich perfekt. Wahnsinnsleistung jedes Mal. Ne, er hat mich nicht mal gesehen. Er konnte mich nicht mal sehen und gibt direkt einen Schuss ab und trifft direkt. Der backt sich da irgendwie durch irgendwelche Gassen. Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Wie gesagt, wie die hier die Leute immer schießen können, ist für mich immer eine Sache, wo ich sagen muss, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Guck mal, der geht sofort fliegen. Ne, der hat sogar Zeit, gleich zu fliegen. Was will ich denn noch sagen? Hier mit dem schlechtesten Panzer wirklich an. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich hier überhaupt kaum noch was abschieße. Ne? Also ein Abschuss mit dem Tiger ist schon echt viel. Brauche halt einen Panther oder einen T-34, dann haben wir natürlich ihn. So, erstmal schon mal gleich die Hardkern reinhauen, weil mit der Panzerbrechende brauche ich hier gar nicht anfangen, mit der normalen Sprengmunition. Mein Panzer ist zwar schnell. Guck mal, hier kommt man ja eigentlich kaum durch. Ruckzuck. Hängt man hier fest. Dein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Wir sind bereit zu feuern. Verstanden. Stellige Koordinaten. Mapkit ist alles. Da hinten einen auf den Turm gebrannt. Oh, hier kommt man wieder nicht rüber. Es ist wieder so unglaublich. Was ist der denn jetzt hin? Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Laden! Wo ist der denn? Ist er ja. Null Map-Meld ist er. So,
So, Richtschütze Kommandant weg. Der kann sich nicht mehr wehren. Peng. So. Gegen den habe ich eine Chance. So, ein Punkt erobert. War meine Arbeit. Der Feind siegt gegen Angriff. Jetzt! Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Da kämpfen zwei gegen einen. Ich muss ihm zur Hilfe kommen. Wenn ich ihm helfen kann, vorausgesetzt. Volle Variante rüber über den Hügel. Komm, komm, mach, mach, lad nach, lad nach, lad nach. Peng. Peng! Scheiße, ich stehe seitlich zum Tiger. Wie der jetzt mich getroffen haben will. Er stand gerade eben hoch. Achso, das war der andere von der Seite. Gut, nimm alles zurück. Jawohl, mit dem ISU 152. Jawohl, da hat er mich aber weggeholt. Mann, was für ein Held. Alles Helden hier auf dem Platz, Junge. Jawohl. Das können sie wieder. Ich schlag mich eigentlich richtig gut, wie gesagt. Mit meinem kleinen Panzer, weißt du? Ja. Roland kommt mit der Pistole auf dich zugebombt. Was macht er? Richtig, roten Knopf drücken. Atombombe. Ganz wichtig. So, jetzt rammelt hier die Stuck noch um die Ecke. Versucht hier noch ein bisschen was zu reißen. Besser aus der Staffel, ja. Die beste Staffel, wer denn sonst? Ja, war ja klar. Ja. Wie gesagt, ich gebe mir immer allergrößte Mühe, auch mit meinem Kleinen, ne? Den Tiger da wegzuholen, ist eine super Leistung, finde ich. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich fand mich toll. Ja. Neues Getriebe. Den Tiger, jetzt holen wir den Filter. Und dann. Ne? Tun wir noch mal einmal so, als wenn wir es drauf haben. Lichtschütze, Entfernungsmesser. Bin ich mir noch nicht sicher. Nächste dann noch, ne? Der Tiger ist ja, ich tausche ja immer meine ganzen Besatzungen, immer die besseren Panzer bei den schlechteren Panzern aus. Also die, die ich am wenigsten spiele, hole ich dann erstmal einen neueren, besseren ein. Um nicht einen OP-Panzer zu haben, sondern wirklich alle gleichmäßig hoch zu leveln. Das ist irgendwann mal ein Vorteil. Später mal. Gehe ich mal stark davon aus, wenn ich nämlich alle auf dem gleichen Niveau habe, die Besatzung, bringt das mir mehr. Klar, letztendlich ist es besser, wenn man erstmal einen hat, der gut ist, aber ich will am Ende auch noch gute Sachen haben, und zwar auf allen Varianten. Nicht, dass ich einen Panzer habe, der dann weg ist und dann sitze ich nur noch ja, auf heißen Kohlen. Ja. Und wenn wir hier mal ein bisschen ein höheres Niveau mitspielen wollen, dann ja, brauchen wir gute Panzer. Na, hängen wir fest. Habe ich dich mit rausgeschoben jetzt? Ja, nein, vielleicht. Na, klappt's. Geht doch. Ich weiß nicht. Du brauchst deine Null nicht mehr gedrückt halten. Kilometer frei Schussfeld. Jetzt sind wir die Hohlladungsgranate reingeholt. So, wir warten erstmal. Ich warte erstmal, bis die rechts aufgerückt sind.
Damit die mir rechts die Flanke sichern. Sehen tue ich nichts. A gehört uns, sehr schön. Wo sind die denn alle? Trauen die sich nicht? Schön, den Punkt haben wir. So. So, hinter mir ist die Anhöhe besetzt. Ich bin Frontpanzer Nummer 1. Deswegen liebe ich meinen Kommandanten, den Funker. Wow. Hey. Wenn der jetzt hier richtig runtergefahren wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Wenn der jetzt hinter mir reingerauscht wäre, hätte ich voll ein aufs Maul bekommen. Eieiei. Ich stehe hier nämlich gerade prima als Spotpanzer. Das ist meine Lieblingsposition. Nichts machen und trotzdem besser Spieler sozusagen. Ich bin wichtigster Mann. Ne, weil bei den Arcade siehst du ja alles, was vor dir ist, nur wenn da einer wirklich was spottet. Ne? Hinter mir steht ja die ganze Horde. So muss ich hier nur rangieren, gucken, dass ich nicht getroffen werde. Ich sehe nicht, ich habe ein Ziel. Komm schon. Hey. Jawohl, sehr schön, den Recht schützen. Zero unbeschadet. Ich versuche mal Panzerbrechen. Reicht auf der Entfernung. Peng. Wunderbar. Der war mal schön. Scheiße. Peng. Oh, gute Reaktion. Voll ins Koax. Volle Variante. Vollen Schlüpper getroffen. Ist der schon kaputt? Jo. Scheiße! Und jetzt bin ich so ziemlich am Arsch. Oder auch nicht. Der hat mich gar nicht gesehen. Das tut weh. Hinterhaltsserie. Bams. Hinter mir wird der Punkt gekappt. Bams. Hier ist ja eine Bombenstimmung. Tiger rückt an. Ich will auch ein paar Punkte schnorren. Ich fühle mich hier sehr unwohl. Schießt ihn ab!
eingenommen. Punkt eingenommen. Jawohl. Und der Tiger, heute bleibt er ab und zu auch mal Sieger. Der Tiger, 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 Tiger. Dam, dam, dam. Wenn der Tiger und Tiger kommt. Also ich kann nicht so tief zielen. Ich komm nicht so weit runter. Flip. Ich krieg mein Ding nicht mehr runter. Serie plus 5. Warum schießt hinter mir keiner? Da oben steht der M6 umkämmt. Der hat mich genau im Visier. Peng! Scheiße, wenn man failt. Hallo, komm runter, mein Süßer. Gadadadadadadada. Natürlich. Der hat die Situation gut erkannt. 2 gegen 1, da war nicht mehr rauszuholen. Aber für ihn war es dumm gelaufen, für den anderen. Ist er runtergefallen. Da hat er gerade einen Abgang gemacht, aber einen richtig fetten. Übelste Runde. Jetzt mach ich da eine Bombenstimmung. Bam, 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 bam. So, erstmal die Hardkern reinhauen. Jetzt die Hohladung reinhauen, weil der wahrscheinlich weit weg steht. Jetzt rücken die Tiger aber ganz schön vor hier. Boah, ich hab Volltreffer gekriegt. Sind aber noch im Spiel. Ziehen wir uns elegant zurück. Ich muss mich auch mit dem Panzer 4 mit dem Tiger anlegen. Ja, ja, wieder klar. Reparatur. Oh, mit 6 Abschützen. Oh, hier bester Mann auf dem Feld. Ne? Ist hier der King auf dem Platz. Der Feind hat die Initiative. Ja, der Feind hat die Initiative. Wir arbeiten dran. Panzer ist wieder einsatzbereit. Den Tiger schaffe ich nicht. Wir haben Volltreffer unter die Kette gekriegt. Bäm, jawohl, den haben wir! Hohladung.
Wir hatten eine M18. Die Hellcat kommt. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Die haben eine scheiß Pose hier. Ziehen wir uns elegant hinter den Berg zurück. Ja, Ostwind, fahr mal vor. Hier kommt der östliche Wind. Hast du die Hellcat gesehen? Komm, wir gehen die Hellcat jagen. Komm, die Hellcat, die hält nichts aus, die schaffen wir. Komm, Holz. Holz fährt vor. Panzer 4 hinterher. Panzer 4 halb erledigt, aber ist doch egal. Dabei sein ist alles. Dam, dadam, dam, dadam, dam. Bam, voll dem Ostwind hinten drauf gefahren. Ja, Entschuldigung, tut mir leid. Na, Ost, ist heute wieder windig, ne? Boah, Mann, war das schlecht. Scheiße, da kommt der Churchill. Und wenn ich nicht um die Ecke fahre, bin ich tot. Olle, olle. Scheiße, das war nur einer in den Turm. Das ist ein Panzer 4, yay. Abpraller, ich krieg einen zu viel. Wechsel auf Panzerbrechen. Und ich habe nur noch zwei Leute drin im Panzer. Treffer, Schwein gehabt, überlebt. Den Churchill, den schaffe ich ohne Hard gar nicht. Das weiß der auch. Komm, gib ihm die Flanke. Gib ihm. Komm, komm, komm. Fahr, 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 fahr. Ach, Mann, ey. Komm, knall ab, Ostwind. Ostwind, was tust du denn da? Da ist der Panzer. Ich kann doch nicht mehr machen als verzögern. Oh, ist das wieder ein Volltrottel, weißt? Er nimmt die offene Flanke. Offene Flanke. Oh! Wenn wir jetzt noch gewinnen wollen, dann muss ich der Panzer aber beeilen. Komm, B25, komm, komm. Der war knapp, mein Süßer. Jetzt fahre ich elegant zur Seite weg. Auf Wiedersehen. So, wenn wir jetzt noch gewinnen wollen, dann müsste die Stuck aber mal 20 km/h schneller fahren wie sonst. Fahr, Stuck, fahr! Ich schaff's nicht, ich kann nicht schneller. Ich konnte nicht schneller, es ging einfach nicht. Und den Church, den schaffe ich nicht. Ach, Manno. Jetzt war ich ja mal gut, ne? Die Runde war doch jetzt eigentlich, da kann man noch sagen, doch, war doch okay. Ne, für den, was ich hatte, ist das doch akzeptabel. Ne? Bodeneinheiten hier, 9 Stück. Das ist doch super. Einfach frei hier, was wir da alles angeschossen haben. 8 gegnerische Panzer, einmal abgeschossen, einen Punkt eingenommen. Ist doch okay, ist doch super. Ne? Also, gibt's auch nichts zu meckern. Ne? Aber wir arbeiten noch dran. Jetzt werden wir nochmal meine Besatzung verbessern, wenn wir können. Ja. Wollen den Fahrer noch ein bisschen Fahrgeschick einblöden, damit er noch ein bisschen was kann.
weil besser fahren ist besser fahren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, bei der Forschung müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber wir werden besser.